Die Orks sind organisierter als sonst. Mir recht. Ich mag's, wenn die Gegner sich zur Massenschlachtung versammeln. So, neues Level, neue Gefahren warten auf uns. Es geht weiter in Orks Must Die in Level 5? Level 5, glaube ich. Diesmal haben wir auch wieder zwei Tore. Wir haben einen Weg nach von oben, einen Weg hier unten. Diesmal ist es etwas anders. Die meisten Gegner kommen von hier. Aber ab einem, ich glaube, ab Welle 4, 5 kommen die dann auch von hier. Ich meine 4. Und das bringt eine zusätzliche Schwierigkeit rein. Das heißt, wir müssen unsere Verteidigung hier in dieser Ecke aufbauen. Das ist hier so. Wir haben noch wieder eine neue. Gott, ich verspreche mich gerade, das ist ja böse. So. Wir haben auch wieder etwas Neues dazu bekommen. Und zwar unsere netten Bogenschützenwächter. Das sind quasi die aus dem ersten Level. Und die können wir jetzt quasi hier auch frei platzieren. Und das werden wir wohl auch tun. Ich habe mal mein letztes, ich habe auch so weit gespielt in meinem Hauptprofil. Dann habe ich einfach mal, wirklich null Bogenschützen genommen. Es war total chaotisch, die Runde. Ich habe es auch nur knapp, nee, ich habe es nicht knapp, ich habe es, mit 5 Punkten sogar gewonnen, mit den Bogenschützen. Aber es war halt teilweise echt knapp, weil ohne diese hier, ohne unsere Wirbelfähigkeit, geht da gar nichts. Aber ich werde auf jeden Fall Bogenschützen oben aufstellen. Aber natürlich nicht jetzt. Ich brauche erstmal eine Grundverteidigung. Diese Grundverteidigung besteht aus... 1, 2... Ich mache diesmal etwas anders, wie man sieht. 1, 2, 3, 4 kann ich bauen. 1, 2, 3, 4. Fallen. Na, ein bisschen alternativer Baustil. Ich weiß auch nicht, warum ich den gewählt habe. Da kommen Sie! Es wird schon funktionieren. Auf dem Glück. Ach, die kleinen Kobolde. Kobolde. Sie sind unter der Brücke. Dass ich alle zwei Wochen. Sie sind an der Ecke. Klasse. Kobolde sind garstige Kreaturen und wir bekommen Münzen. 100 Stück immer von denen. Ich weiß aber nicht, wozu diese Münzen da sind. Ich habe zumindest hab mich noch nicht immer beschäftigt. Ich bin gerade am Headshot, wenn das gibt's ja nicht. Fall war effektiv. War effektiv. 4 erstmal. Und. Ach, wegen der scheiß Treppe, was? Verarschen? Ist ja dumm. Richtig dumm. Ne, weiter nach vorne. Oh Gott. Bayer! Machine Gun! Meine Freude. Oh, das meine ich mit, dass ein Ork teilweise mehrere Pfeile auslösen kann. Jetzt muss ich Orks wieder weg hier. Geht es nicht gleich in einem kompletten Desaster endet. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und jetzt kommen die anderen Orks noch durch. So, was ist da gerade passiert? Tja, die Tür ist durch. Da kommen jetzt auch Orks. Ich schiebe gerade was Panik, wie man sieht. Dass es doch nicht so leicht ist. Wie ich es mir erhofft hatte. Eigentlich nicht. Ich mag das hier. Ich könnte jetzt auch mal anfangen, meine Bogenschütze zu plötzlich. Das ist nämlich eine gute Hilfe. Bei diesen kleinen Goblin. Den da muss man aufpassen, die rennen durch die ganzen Fallen durch. Ziemlich bad. Okay, wir haben 3000 zur Verfügung. Ich mache erstmal was Bestimmtes. Weg, 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 weg. Ich überdenke die ganze Konstruktion jetzt nochmal. So. Überdenken wir. Ich könnte mir jetzt theoretisch um die 12 Bogenschützen holen.
Was ich aber nicht tun werde. Oder soll ich das tun? Soll ich? 12 Bogenschützen. Könnte lustig werden, oder? Just for the lulz. Auch wenn ich dann nicht die Falkunzer oder so bekomme. Aber ich meine 12 Bogenschützen. Wann hat man schon mal 12 Bogenschützen? Werde ich mich jetzt einmal hier oben und unten platzieren. Ich kann mir übrigens auch drehen. Nennt mir eine Richtung. Mein Bogen hier. Ist euer. Nennt mir ein Ziel. Schützen mal 6 und die Resten kommen unten hin. Und das ist nämlich auch der Knackpunkt einer Sache. Die unten dürfen nämlich nicht sterben. Das ist nämlich echt scheiße. Bereit zu dienen. Nennt mir ein Ziel. Nennt mir ein Ziel. Mein Bogen ist euer. Bereit, Nummer 6. Zu folgen. Mehr haben wir nicht. Wenn das schief geht, haben wir komplett verkackt. So, und die einfach nochmal. Weil ich's nicht. Ich mach das hier! Ja, unsere Bogenschützenarmee steht. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Und noch 3 werden vor uns. Die Vierte mitgezählt halt. Alter Schwede, es ist natürlich nicht so effektiv wie die normalen Fallen. Aber es ist dafür 2000 mal lustiger. Werde ich etwas früher aufpassen sollen. Es hat nämlich jetzt der Trick dabei. Man muss die Orks fernhalten in den Bogenschützen. Und wenn man das macht, dann haben die Bogenschützen quasi die ganze Zeit komplett freie Schussbahn, wie man hier sieht. Und vernichten einfach mal die ganzen Orks. Man muss auch sagen, sie vernichten sie sogar sehr gut. So, weg mit dem Ding. Neue Bogenschützen. Wir wollen mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich diene dem Orden. Ich sollte Panik schieben, oder? Ja, ich sollte Panik schieben. Oh. Hafebogenschützen, ich wusste nicht, dass ihr euch umdrehen könnt. Hoffentlich dreht ihr euch auch wieder zurück. Sonst bin ich angepisst. Könnt sich auch um Bug handeln oder so. Das wäre echt scheiße. Oh, sie tut's. Und es sieht lustig aus. So viele Pfeile. Ich finde das so lustig. Ich könnte nichts dagegen tun. Sterbt. Sterbt. You have no chance to survive. Ein Morbus mit dir. Das ist meine Ninja-Arch-Künste. Ninja-Art können sie nicht Arzt-Künste. Wo gibt's wohl Ninja-Arzt-Künste? Nenn mir eine Richtung. Ich bin so lustig. Oder? Mein Bogen ist euer. Okay, komm gar nicht weiter. Das habe ich befürchtet. Die hinteren schießen jetzt mit die vorderen an. Die machen deswegen jetzt die Pfeile nicht mehr durch. Aber ich bin der Blasen, die wir sind, das soll ich da sein. Und sie schießen können. Nein, 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 nein! Ein Bogenschütze ist gefallen! Ein Bogenschütze ist aus der Gefecht. Oh, scheiße! 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 Was mache ich denn jetzt? Die ist schon total fertig. Oh, 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 oh. Ja.
wie knapp war das denn bitte? Ach du Heilige. Ich hätte, dass wir halt die aufrüsten zu den Bogenschützen. Sie kosten weniger. Oh mein Gott, ich krieg ein Herzkasper. Tja, das war's mit Level 5. Den Gast der Läufer, wir sehen uns im nächsten Level. Bis dann.